Mein Name ist Paul Stöver. Ich bin Hauptkommissar in Hamburg. Guten Tag. Tag. Stöber, mein Name. Das ist mein Kollege, Hauptkommissar Brockmüller. Guten Tag. Guten Tag. Christine Lohnert, bitte kommen Sie rein. Ich war froh, dass ich sowas bekam. Freischaffender Schauspieler, drei jugendliche Kinder, Miete, das musste alles erledigt werden. Und ich war froh, dass ich den Tatort bekam. Du bist so schweigsam. Ich bin müde. Heute Nacht noch Besuch. In der Nacht? Von ihr? Ja. Und lief es nach deinen Wünschen? Hat dich angeregt unterhalten? Im Gegenteil. Wie? Die ganze Nacht. Außerdem ist es ja auch schön, wenn man mal aus der Geschichte rausklettert, vor den Augen und Ohren des Publikums sagt, pass auf, das ist nur ein Spiel. Wir können uns doch einigen, ihr wisst doch, dass ich kein Kommissar bin. Ihr wisst doch, dass ich der Manfred Krug bin. Und der ist doch auch kein Kommissar, das wisst ihr doch auch. Das ist doch der Charles Brauer, ja? Ein lieber, netter Mann und ich, wir haben mit Mord und Totschlag gar nichts zu tun. Wenn wir einen Kubikzentimeter Blut sehen, fallen wir in Ohnmacht. Das wisst ihr doch alles. Und wenn man diese Verabredung mit dem Publikum zustande bringt, dann nimmt das Publikum sowas auch nicht übel. Dann sagen die tatsächlich, na klar, lass sie doch ein bisschen spielen mit den Versatzstücken, die ja immer ähnlich sind. Guten Abend, der Herr. Ist nett. Die muss nur mal auf die Toilette. Die hatte meinen Pyjama an. Ja und? Soll sie seinen Pelzmantel anziehen, bloß weil sie mal pinkeln muss? Du denkst wohl, ich bin total impotent, was? Bloß weil ich in 20 Tatorten noch nie eine Frau hatte, was? Ich will Ihnen was sagen. Wenn ein, ich sag einfach mal, normaler Tatortkommissar, nach dem ich mich möglichst nicht richten möchte, also Schauspieler, wenn der zum Beispiel die Leiche sieht, ne, dann passiert fast immer Folgendes. Der Tatort, wo die Leiche liegt, wird betreten von dem Kommissar und seinem Assistenten. Schnitt, man sieht, der Kommissar beugt sich herunter. Kamera ist unten, Kommissar von oben. Kommissar klappt die Plane zurück. Kurzer Schnitt auf die Leiche. Schnitt zurück in die Position, wo man den Kommissar sehen kann. Der Kommissar zeigt Schmerz. Oh, was für ein böser, böser, unappetitlicher Mord, ja, zum Beispiel. Und da das 9 von 10 Kommissaren machen, ist es vollkommen legitim für einen Schauspieler, sich zu sagen, das wirst du niemals machen. Das ist doch kein Unfall, das ist doch... Musste ja so kommen, wir haben Konzertkarten. Das war's dann. Da hast du dich so schön gemacht, alles umsonst. Irgendwie hab ich's geahnt. Dadludidat, dadludidat. Wey, dadludidat, dadluda. Dadludidat, dadludidat. What, dadludidat. Wenn wir so durch die Wälder oder durch die Umgebung von Hamburg streunten und
auf unsere Klappe warteten, weil wir aufs Wetter warten mussten oder auf andere technische Dinge, dann seilten wir uns öfter mal ab, so 100 Meter, und sangen für uns. Kennst du die Nummer noch? Das war noch Qualität. Guck, die Tasten kommen immer noch hoch. Kann man direkt neidisch werden. Mach doch. Goodie, goodie. Eins, zwei, eins, zwei. So you met someone who set you back on your heels. Goody, goody. So you met someone and now you know how it feels. Goody, goody. So you gave him your heart too, just as I gave mine to you. And he broke it in little pieces. Now how do you do? So you lie awake just singing the blues all night. Ich gehe in Rente. Erstens, weil die Schauspielerei mit sehr viel Textlernen verbunden ist. Und wenn man 30 und mehr Jahre, gerade im unterhaltenden Bereich, im trivialen Bereich, die Versatzstücke alle auswendig gelernt hat, dann kommt die Zeit, wo man die alle verwechselt miteinander. Dann sagte ich, also, den Satz hast du doch schon mal in dem und dem Tatort gesagt, oder? Demnächst soll es aber ein Medikament gegen Vergesslichkeit geben. Das würde ich mir gerne kaufen. Und weißt du, wie die sowas nennen? Moment, ich hab's gleich. Die nennen das, Science. Man sehnt sich doch schon ein bisschen nach Bequemlichkeit. Und da sage ich mir, warum solltest du dich eigentlich noch was anderes machen? Das kannst du ja nun wirklich. Also nicht nur Schauspielerei kannst du ganz gut, aber den Kommissar, den kannst du nun wirklich aus dem FF. Das glaubt dir auch jeder und das musst du auch nicht nochmal beweisen. Es ist jetzt erledigt. Nach 15 Jahren, Gott behüte, ist die Sache klar. Versuch doch mal, ob du malen kannst. Hast du schon jemals einen Pinsel in die Hand genommen? Wenigstens mit deinem Enkel? Komm, Opa und du, wir malen mal was Schönes zusammen. Einen Löwen.